Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Baustahlkörbe für BA21. Es liegen noch einige bereit. Muss ja auch noch was rein. Hier geht es weiter mit dem Verbau. Ausgekratzt ist es. Noch die beiden Felder mit Holzbohlen. Füllen, abschließen und dann kann es eigentlich in die nächste Ebene gehen, sobald alle Gründungspfähle gesetzt sind. Und hier sehen wir einen, beziehungsweise das Bohrrohr dazu, wie auch immer das heißt, und der Trichter, um das mit Erde aufzufüllen, was oben sonst Luft wäre. Es wird nur so hoch betoniert wie nötig und dann würde es ja einbrechen, wenn das alles mit Löchern versetzt wäre. Also verfüllt man das wieder und dann, wenn alle gesetzt sind, dann geht es mit dem Auszug weiter. Vielleicht noch ein paar Anker von innen sozusagen anschauen. Auch auf dieser Seite sehen wir noch die Überreste von den Ankern. Und zum Abschluss, hoppla, noch ein Blick auf B1. Wenn ich es richtig sehe, wurde da in letzter Zeit nicht weitergearbeitet, sondern es wurde am Schwallbauwerk Nord die nächste Etage heute Morgen betoniert. Heute Morgen ist übertrieben oder untertrieben. Es wurde den ganzen Tag die Pumpe gesehen auf der Webcam. Deswegen nehme ich an, die Etage ist gegossen. Vielleicht noch ein Blick auf K19. Da ist jetzt das blaue Netz zu sehen. Und demnächst kommt auch eine weiße Plane drüber, so wie bei den anderen auch immer geschehen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.